Ich bin hier in Kalifornien im Apple Park, wo auf der WWDC das neue MacBook Air mit M2-Chip vorgestellt wurde. Ich hatte schon die Möglichkeit, mir das Gerät selbst anzuschauen und dementsprechend wird dieses Video auch ziemlich spannend. Das Gerät ist dünner geworden, es ist leichter und hat natürlich mehr Leistung bekommen. Außerdem gibt es ein komplett neues Design und alles Wichtige, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir über das MacBook Air sprechen, ich werde noch weitere Videos hier aus dem Apple Park hochladen. Die müssen natürlich alle geschnitten werden, aber ich bin dran. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Kommen wir jetzt aber mal zum MacBook Air. Es gibt 4 Farben: Silber, Spacegrau, Polarstern und Mitternacht. Alle Farben sind wunderschön. Mein persönlicher Favorit bleibt aber auch weiterhin die silberne Farboption. Wobei, ich muss auch zugeben, dass mir gerade Mitternacht extrem gut gefällt mit diesem dunklen Look und es ist fast ein mattschwarz, also wirklich ein wunderschönes Gerät. Richtig schön finde ich auch, dass die Formsprache vom MacBook Pro auch endlich im MacBook Air ist, nur eben viel dünner und auch viel leichter. Das MacBook Air wiegt nur knapp über 1,2 Kilogramm und ist knapp über 1,1 Zentimeter dünn. Meine erste Reaktion, als ich das MacBook Air in die Hand genommen habe, war: Oh mein Gott, ist das leicht. Obwohl die Abmessungen nicht verändert wurden, ist das Display mit 13,6 Zoll minimal größer als beim Vorgänger. Dieses hatte nämlich 13,3 Zoll. Aber wo wir schon bei dem Display sind, dazu gibt es noch mehr zu sagen. Es wird mit 500 Nits etwas heller als das MacBook Air mit M1-Chip und genauso hell wie ein MacBook Pro bei typischer Benutzung. Im Vorhinein gab es diverse Gerüchte um das MacBook Air und eins davon waren die weißen Displayränder und zum Glück waren das nur Gerüchte, denn jedes MacBook Air kommt mit schwarzen Displayrändern und einer Notch. In dieser Notch ist die neue 1080p FaceTime-Kamera verbaut. Sie ist schärfer, hat mehr Details und ist deutlich besser bei schlechtem Licht. Es ist die gleiche Kamera, die auch im aktuellen 14 und 16 Zoll MacBook Pro verbaut ist. Die Displayränder sind dünner als beim Vorgänger, an den Ecken abgerundet wie beim MacBook Pro, aber ein kleines Stück dicker als bei diesem. Insgesamt passt das aber. Das Gerät wirkt sehr stimmig und passt perfekt in das aktuelle Line-up rein. Das neue MacBook Air hat 4 statt 2 Lautsprechern wie bisher verbaut zwischen Tastatur und Display-Scharnier. Ich habe die Lautsprecher nur kurz gehört, muss aber zugeben, dass die Hands-on-Area auch sehr laut und voll war. Dementsprechend kann ich euch noch nicht wirklich sagen, wie sie klingen, aber das werde ich natürlich auch noch rausfinden. Und wie bei allen anderen Apple-Produkten wurde bestimmt auch hier nicht übertrieben, wenn sie sagen, dass die Lautsprecher sehr gut sind. Dann glaube ich das. Die Tastatur ist nun die gleiche wie im MacBook Pro. Touch ID ist natürlich dabei und auch die Funktionstasten in voller Größe sind im neuen MacBook Air verbaut. Letztes Jahr gab es den komplett neuen M1-Chip und nach dem M1 kommt der M2 und genau dieser Chip steckt im neuen MacBook Air. Er hat 8 CPU-Kerne, 4 davon besonders effizient und die anderen 4 ausgelegt auf Leistung. Statt 8 GPU-Kernen wie beim M1 gibt es nun 10, also 2 mehr und man kann jetzt bis zu 24 GB Unified Memory konfigurieren. Den M1 wiederum gab es mit maximal 16 GB. Aber wie schnell ist dieser Chip denn? Apple sagt, er hat 40% mehr Leistung als der M1. Ob das stimmt, werde ich natürlich später auch ausprobieren, sobald ich ein Gerät mal länger in die Finger bekomme. Ein spannendes Detail ist aber, dass der M2 eine eigene Media Engine hat. Diese Kerne auf dem Chip beschleunigen den Videoschnitt mit 8K und ProRes und ProRes RAW Footage. Bisher gab es diese Media Engine nur im M1 Pro und aufwärts. Jetzt ist sie aber auch hier im M2. Die Neural Engine ist 40% schneller geworden und die Memory Bandwidth ist nun 100 GB die Sekunde schnell, sprich 50% schneller als im M1. Was das alles in der Realität bedeutet, werde ich rausfinden, keine Sorge, aber die Zahlen und Fakten klingen schon mal sehr gut. Mehr Leistung und ein leichteres Gerät klingt nach weniger Akkulaufzeit. Der M2 ist aber etwas effizienter als der M1 und deswegen ist die Akkulaufzeit noch immer genauso gut wie beim Vorgänger. MagSafe ist endlich auch im MacBook Air zurück. Echt Hammer, dieses Mal ist sogar das MagSafe-Kabel auf die Farbe vom Gerät angepasst, was unglaublich cool aussieht. Etwas komplizierter wird es beim Ladegerät. In der Baseline bekommt ihr einen 30 Watt Charger für 20 Euro mehr oder in der teureren Standardkonfiguration direkt inbegriffen ist ein 35 Watt Dual USB
USB-C-Charger. Da könnt ihr ganz normal das MacBook Air drüber aufladen und habt noch einen weiteren Anschluss für ein anderes Gerät. Alternativ könnt ihr aber auch das 67 Watt Netzteil nehmen. Damit kann Fast Charging genutzt werden und das MacBook Air ist in nur 30 Minuten zu 50% aufgeladen. Verfügbar sein wird das neue MacBook Air mit M2-Chip ab nächsten Monat. Das genaue Datum ist aktuell noch nicht bekannt. Wenn sich das ändert und wenn ich das Datum erfahre und es auf der Webseite steht, dann bekommt ihr es natürlich auch hier mit. Und sobald ich das Gerät selbst mal ausführlich testen kann, wird es natürlich auch weitere Videos dazu geben. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal und schaut beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbei. Bis dahin, ciao!